Na komm. Ja, wie gesagt, ich hatte geguckt, wie es aussieht und ich habe, keine Ahnung, 4 oder 5 Karten hatte ich mal erstellt und es ist echt nichts. Also so wirklich nichts. Das sieht so bescheiden aus. Oh, hallo? Da habe ich mir überlegt, naja, da lasse ich das einfach so jetzt. Wow! Da lasse ich das jetzt einfach so. Ne? Freunde. Da brauchen wir uns auch nicht an eine neue Gegend gewöhnen oder irgendwie großartig irgendwas terraformen oder sowas, sondern es ist einfach, ja, es bleiben die Nebellande. So wie sie seit fast 600 Folgen existieren. So, hier geht's gleich noch weiter. So, weißt du was, jetzt, ach nee, da, jetzt ist genau die richtige Zeit für so ein Möhrchen. Om, nom, 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 nom. Und eine gute Zeit für ein paar neue Fackeln. So. Jetzt kommen die Sticks natürlich wieder runter. So. Wieder für sich sorgen. Aber hier scheint auch wieder so eine Sackgasse zu sein. Was uns natürlich nicht von der Probebohrung abhält, ne? Oh, Sekunde, ich muss mir eben ganz kurz hier die Tastatur umstellen. Ich sehe nämlich hier meine FPS nicht. Oh, guck mal. Da geht's gleich mal weiter. Da kommst du weg. Daran. Ja, mehr Diamanten bräuchte ich, Freunde. Denn, ich hatte mich selbst ja zum Diamantenkönig erkoren. Aber das war, glaube ich, ein klein wenig voreilig von mir, denn der werte, gute Bürgermeister Fromm Hundsgrab hat mehr wie ich. Ich meine, wenn die Folge mit meinem Diamantenkönig rauskommt, dann weiß ich nicht, ob er die überhaupt noch alle hat, weil ich muss ja, wie gesagt, Kräfte im Voraus aufnehmen, damit ihr tagtäglich eure Dosis Minecraft bekommt. Was ich mir natürlich auch wünsche, dass jeden Tag eine Dose Minecraft kommt. So, jetzt hier erstmal alles ein bisschen markieren. Waren wir da oben schon? Ich glaube eher nicht. Durchaus nicht. Ja, ist ja eine immens riesige, verzweigte Riesenmine, was wir hier wieder aufgetan haben, Freunde. Womit habe ich das verdient? Womit? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich mir hier so Mühe gebe und alles irgendwo, ja, perfekt haben will, weißt du? Vielleicht genau aus diesem Grund. Weil die Nebellande sollen ein Ort sein, an dem man mal... Hallo? An dem man halt mal ist, ne? An dem man mal vorbeigucken kann, an dem man auch gerne mal kommt. Also, wo auch ihr gerne mal vorbeischaut quasi. Und, ach ja, ich hätte mir jetzt gerne noch den einen oder anderen mit eingeladen. Aber ist natürlich das, da macht man eine Aufnahme und erst 2 Monate oder so später kommt dann das Video. Ich weiß nicht, ob das manche dann so toll finden. Also bei mir persönlich ist es halt so, dass es nicht, es geht halt gar nicht anders, ne? Wegen der Arbeit und so. Naja. Es bleibt abzuwarten, wie es denn nächstes Jahr wird. Also ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass es um einiges besser wird. Und zwar so richtig besser. Dass ich endlich mal mit euch zusammen irgendwas machen kann. Nicht nur immer dieses, ich laber mir einen ab und ihr hört mir mal fleißig zu, schaut mir fleißig zu. Weil dann ist mir natürlich auch klar, dass sich die Leute sagen, wieso sollte ich jetzt einen Kommentar schreiben? Die Nase ist ja gar nicht da. Der liest das doch eh nicht. Ich meine, lesen tue ich das prinzipiell schon. Auch wenn es halt ein bisschen später ist, aber ich werde es zu 100% lesen. Vor allem, wenn ich nicht weg bin, da kann man sich zu 100% sicher sein, dass ich es lesen werde, denn kommt da runter. Da wird es ja eine Spezialfolge mit genau euren Kommentaren geben, wenn ich wieder da bin.
So von wegen, der und der hat zu dem und dem Video das und das geschrieben. Ich meine, diejenigen, die schon länger mit dabei sind, die wissen ja, wie das abläuft. Die haben ja das eine oder andere schon mitbekommen, wenn ich mal eine Kommentarbeantworter-Special-Folge wieder raushaue, wenn ich wieder da bin. Das ist quasi auch so ziemlich das Erste, was ich quasi für euch mache, wenn ich wieder da bin. Ich komme nach Hause, je nachdem, wann ich natürlich nach Hause komme, und schreibe mir die Kommentare und beantworte die. Das ist quasi dann so der Moment, wo ich für mich selber weiß, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich habe meine Leute wieder, so ungefähr. Also jetzt wird sie aber gerade irgendwie ein bisschen too much auf meinem Ohr. Eine Spinne, ein Höhlengeräusch, die Musik dazu, das Buddeln oder auch noch meine Stimme in meinem Kopf. Oh Gott. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder trockene Füße holen. So, und das hört sich ganz nach einem Spinnenspawner an. So, einer geht da noch, oder? Nee. So, wollen wir die Kohle dann mal normal raushauen, dass wir wieder ein bisschen was für Fackeln haben, ha? Wäre eigentlich so ein ganz guter Gedanke, glaube ich. Vielleicht kommen wir ja dann gleich in so einen Nebenraum, wo diese garstigen Spinnen sind, aber ich glaube, die sind eher über mir, wie sich das anhört. Ach ja. Vielleicht sollte ich hier mal, wo ist denn jetzt hier, ach so. Das mal hochdrehen auf 90%. So, jetzt ist zumindest lauter als die Musik. Gott, ich kann die jetzt aber auch nicht leiser drehen, weil sonst wäre die Aufnahme im Eimer. Ach, hier da. Aber hier waren wir noch nicht. Ach, guck mal, Nebengang. Nebengang war hier so. Nein, 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 nein. Du machst meine Fackel kaputt. Ach, gut. So. Ah, hier waren wir schon. Ah, okay. Jolt. Und Probebohrung. Ach, wo kommen wir denn da raus? Guck mal. Ach, in unserem... Okay. So, jetzt gehen wir mal nach oben, Freunde. Hoch, hoch. Brauche ich erstmal eine Signalisierung, dass es hier weitergeht. Aha. Genug. So, oh, schönen guten Tag. Ich wusste gar nicht, dass sie auch hier sind. So. Hier ist nichts von uns. So rein gar nichts. Schienen! Ach ja, momentan sind ja wieder ein paar Abonnenten dazugekommen. An der Stelle sage ich mal ein herzliches Willkommen hier in den Nebellanden. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt wegen Space Engineer, Seven Days to Die oder wegen was ihr hier seid, deshalb... Da oben geht's nochmal weiter, ja sage mal. Deshalb sage ich einfach mal hier ein spontanes Hallo. Stellvertretend für natürlich alle anderen Let's Plays. So. Für diejenigen, die jetzt quasi neu sind, ich nehme das hier, also jetzt momentan befinden wir uns Anfang September. Dass ihr wisst, wann ich das hier alles aufnehme, denn ich muss am 17. Oktober für 2 Monate einmal mehr, guck mal hier, einmal mehr eine Reise ins Ausland machen, beruflicherseits. Ach, hier sind wir, okay. Ja, beruflicherseits. Und ich persönlich habe es mir als Ziel und Aufgabe gemacht, dass ich versuche, so gut es geht, in der kurzen Zeitspanne, weil ich war jetzt erst vor kurzem auf einer Auslandsreise beruflicherseits. Und ja, jetzt bin ich quasi für 6 oder 7 Wochen war ich jetzt dann hier. Und dann geht's schon wieder los. Von daher, das letzte Mal hat es eigentlich ganz gut geklappt. Da habe ich hier Minecraft und Skyrim. Das waren meine
beiden Let's Plays, die ich damals alle hatte, beziehungsweise noch hier und da vielleicht nochmal ein angezockt und vorgestellt. Aber ansonsten, und natürlich noch die WoW-Folgen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, das hat ganz gut geklappt, dass da täglich mindestens eine Folge kam. Nee, da war es so, dass nur eine Folge pro Tag kam. Aber es kam jeden Tag was. So, haben wir uns nochmal ein bisschen normale Kohle raus. Ja, und diesmal, es sind mehr Projekte. Es ist derselbe Zeitraum, 2 Monate. Okay, 2 Monate. Und ja, also ich sag mal, mit Space Engineers, da bin ich auf einem sehr guten Weg. Mit dem Herrn Brutzi zusammen, dass wir da bis... Alter. Ja, da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir komplett alle Folgen zusammenkriegen. Hier ist eine Schlucht, das müssen wir uns mal merken. Da fehlen, glaube ich, nur noch so 10 Folgen oder was. Und dann sind wir safe mit Space Engineers. Mit WoW ist auch ein sehr, sehr guter... Weg eingeschlagen worden. Da fehlen, glaube ich, noch 4 oder 5 Instanzen. Mit 7 Days to Die, ja, das muss leider Gottes ein bisschen in die Röhre gucken, da ja 5 Leute da mitspielen und ich den 5 Leuten nicht zumuten wollte, dass wir jetzt stundenlang im Voraus aufnehmen, nur damit ich da fleißig Folgen mit raushauen kann. Das wird alles ein bisschen eleganter und einfacher gelöst. Von daher sind wir da auch auf einem recht guten Pfad. Jetzt muss ich hier nur noch Minecraft soweit kriegen. Ich habe nämlich noch zwei kleine LPs mit auf meinem Rechner, wo ich mir dachte, die lädst du einfach mal mit hoch. Denn für den Fall der Fälle, dass irgendetwas nicht genügen sollte, dann kannst du das nämlich noch mit raushauen. Beziehungsweise, wenn ich weiß, ja, es genügt zu 100%, dann kann ich es mit raushauen. Und ja, Skyrim, da mache ich mir mal eher weniger einen Kopf, weil Skyrim kommt ja eh nicht so gut an. Da war ich ja eh kurzfristig schon mal am Überlegen, ob ich vielleicht Skyrim beenden soll, aufhören soll. Und dafür irgendwas anderes mit aufnehme. Aber da habe ich auf Steam gesehen, das war... Wann war das? Am Donnerstag war das. Dass man sich endlich Sticks vorbestellen konnte und... Der ein oder andere hat es bestimmt im Steam Store gesehen. Ich persönlich bin echt ein Sticks-Fan. Ich habe das schon vor meiner letzten Auslandsreise habe ich das schon gesehen. Also Videos und so ein Zeug. Und Grafik, also Bilder von den, nicht Thumbnails, wie nennt sich das? Halt vom Design, wie das alles aufgebaut wird, wie das alles entwickelt wird und so weiter. Und da war ich echt schon, was hat denn jetzt da so gelacht? Da waren wir schon mal. Okay. Da habe ich echt gesagt, Alter, das Spiel, das willst du unbedingt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, jetzt im Ende August, wo ich wieder zurückkam, dass es vielleicht schon raus ist. Aber leider nicht. Man konnte es noch nicht mal vorbestellen. Und jetzt vergangenen Donnerstag war es dann soweit. Man konnte es endlich vorbestellen. Und ja, zack, die Flak habe ich es mir vorbestellt. Und... Ja, ich denke mal, wenn ich Skyrim absetze, wird das... Nicht voll? Wird das nächste Let's Play sein, was erscheinen wird. Denn dieses Spiel werde ich zu 100% spielen. Und ich weiß nicht... Oh. Ich habe gerade nur vergessen, ich glaube Bethesda war es als Publisher. Quasi dasselbe wie Skyrim, das wäre ja dann als No Problem. Ah, ich dachte, da wäre schon wieder eine Hülle. Das wäre ja dann alles auch wieder No Problem, da ein bisschen was zu machen. Quasi aufnehmen, hochladen und so. Und dann, ja. Gibt's halt das. Wie gesagt, ich richte mich eigentlich mit den Spielen eher nach dem, was ihr sehen wollt, weil ich gebe euch ja ab und zu mal so eine kleine Auswahl. Das hat so gelacht. Du hast so gelacht. Jetzt sagst du gar nichts mehr, ha? Komische Hexe. Oh! Ich dachte, du warst tot.
Creeperpulver für eine leere Flasche? Ist das fair? Ich weiß es nicht.